Wir starten gleich rein ins Länderderby zwischen den Altach-Amateuren und dem FC Dornbirn. Die in Weiß auftretenden Hausherren gleich mit einer Freistoßmöglichkeit. Birkfellner mit dem langen Ball. Die Kugel kam zu Feuerstein, der trifft aber das Tor nicht. Das hätte eigentlich das frühe 1:0 sein müssen. In der 7. Minute diese Szene. Kühne mit dem schnellen Einwurf. Umjenovic umkurvt seinen Gegenspieler, spielt den idealen Lochpass. Und Kloser ist zur Stelle. Die Cashpoint Altach-Amateure führen also gegen den FC Dornbirn 1:0. Die Jakubetz hilft daraufhin weiter spielbestimmend und mit aggressivem Vorchecking. Umjenovic hier plötzlich alleine vor dem Gästetor. Cetin Kaya macht die Chance aber zunichte. Die Rothosen brauchen einige Minuten, um sich in der Cashpoint Arena zurechtzufinden. Erst nach 23 Minuten die erste Möglichkeit. Thiago alleine in Richtung Strafraum. Der Brasilianer spielt hier aber quer auf Ribeiro. Der Abschluss wäre hier wohl die bessere Lösung gewesen. Die Altacher Zielstrebiger, Kirchmann hier mit dem Pass auf Birkfellner, der zögerte nicht lange und suchte den Abschluss. Der Ball streifte allerdings nur das Außennetz. Die Gäste aus der Messestadt weiterhin völlig verunsichert. Dorter mit dem langen Ball, Heidegger wollte klären, köpfte das Leder aber gefährlich in Richtung Cetin Kaya. Der Ball senkte sich zum Glück für den FC Dornbirn aber etwas zu spitz. Kurz vor der Pause erspielte sich die Salmeier-Elf dann doch noch eine Möglichkeit. Thiago plötzlich alleine auf weiter Flur, der Brasilianer scheiterte aber am herauseilenden Brandner. Halbzeitstand also 1:0 für die Altach-Amateure. Gleich nach dem Wiederanpfiff Dornbirn wesentlich zielstrebiger. Borihan wurde auf der rechten Seite freigespielt, zog dann auch sofort ab, scheiterte aber an Brandner. In der 50. Minute Freistoß Dornbirn. Thiago nahm Maß, verfehlte das Tor aber knapp. Altach nun nur noch selten mit Angriffen. Hier schaltete sich aber Außenverteidiger Kühne mit ein, kam nach der Flanke von Zoric ein weiteres Mal an den Ball und sah Umjenovic, der scheiterte aber an Cetin Kaya. Es blieb beim 1:0. Noch war die Partie aber nicht entschieden. Hier kam Ribeiro an der Strafraumgrenze an den Ball, drehte sich kurz und zog ab. Der Pfosten verhinderte aber den Ausgleich. Pech also für den Brasilianer. Die Messestädter drückten nun auf den Ausgleich und kamen zu weiteren Möglichkeiten. Ribeiro scheiterte zunächst aber an Brandner, dann schoss Bachstein den eigenen Goalie an. Demircan probierte es, aber Bachstein machte seinen Fehler wieder gut und klärte zur Ecke. Wir sind schon in der letzten Spielminute. Der FC Dornbirn warf nun alles nach vorne. Demircan plötzlich völlig frei. Der Youngster flankte zur Mitte und fand den Kopf von Ribeiro. Der traf auch ins Tor. Schiedsrichter Bode pfiff aber abseits. Und so durften sich die Altach-Amateure über den ersten Saisonsieg freuen. Gut, als Trainer denkst du natürlich immer, dass Spiele gewinnen kannst. Sonst hätte ich eh das falsche Geschäft ausgewählt. Aber klar, ich bin schon ein bisschen mit einem, ja, unsichere Gefühle, weil wir haben ein anderes Spielsystem ausprobiert, dass es so gut funktioniert. Gerade die erste Halbzeit hat mich doch ein bisschen überrascht. Ja, im Prinzip glaube ich immer an die Mannschaft, das muss sie. Und mich freut es für die Mannschaft, weil wir sind in Bregenz knapp dran gewesen, zu einer Überraschung machen. Heute sind wir mit Glück, muss man auch sagen, dann noch drüber kommen in der zweiten Halbzeit. Aber ich glaube, es war nicht unverdient. Vor allem in der ersten Halbzeit, Riesenchancen auch für euch. Du hast einen gehabt. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, wenn die Chancen reingegangen wären. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist unser Problem, diese Saison auch noch, die Chancenauswertung. Aber durch das neue System sind wir wenigstens in viele Chancen reingekommen. Von meiner hat es ein bisschen zu unterblendet, sonst hätte ich das leere Tor, glaube ich, schon getroffen. Aber ja, kann man nichts machen.